Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürger! Fast fühlt man sich in den Februar 2022 und die nachfolgende Zeit zurückversetzt. Wieder hat sich die Sicherheitslage in der Welt verschärft und wieder ist ein neuer Krieg entfacht worden. Jede Kriegssituation ist anders, zeitigt jedoch ähnliche Folgen. Tod, Zerstörung, Flucht und Leid. Wir trauern daher mit den Angehörigen aller unschuldigen Opfer dieses Krieges. Ich möchte auch den anwesenden Angehörigen alles Gute mit der Hoffnung geben, dass sie ihre Lieben auch wieder in die Arme schließen können. Wir verurteilen daher aufs Schärfste den Angriff der Hamas auf Israel. Für die Ermordung und Entführung von Zivilisten gibt es keine Rechtfertigung auf keiner Seite. Und werte Kollegen, und gerade deshalb müssen wir alles daran setzen, eines zu vermeiden. Der Krieg im Pulverfass Nahe Osten darf sich nicht zu einem Flächenbrand ausweiten. Dazu gehört es auch, der Kriegshetze zu widerstehen und, ja, auch wenn es schwerfällt, der Diplomatie eine Stimme zu geben. Und ja, Israel darf sich selbstverständlich gegen Angriffe verteidigen. Das Recht auf Selbstverteidigung ist vom Völkerrecht vorgesehen und steht im Einklang mit der UN-Charta. Israel muss dabei aber auf Verhältnismäßigkeit achten. Humanitäre Katastrophen dürfen nicht entstehen. Und die Staaten der Region müssen diese Eskalation abwenden. Die Bundesregierung muss dabei helfen und unterstützend wirken, anstatt die Stimmung weiter aufzuheizen. Und Bundeskanzler Scholz geht genau diesmal diesen Weg. Er hat mit seinem Besuch in Tel Aviv und Kairo gezeigt, dass Verhandlung und Vermittlung das Gebot der Stunde ist. Basisversorgung der Zivilbevölkerung in Israel und Palästina ist zu gewährleisten. Die Hamas muss ihre Geiseln freilassen. Und die Bundesregierung muss sich für die sofortige Freilassung und sichere Rückführung der verschleppten Deutschen einsetzen. Und sie hat bislang dafür zu wenig getan. Besorgt bin ich jedoch über die Stimmen, die aus der Unionsfraktion nach außen dringen. Und Herr Merz, Sie haben von Jargon gesprochen. Es scheint, als würde man nämlich hier die Verschärfung des Krieges gar nicht abwarten zu können. Kollege Kiesewetter poltert mit seinen Worten durch die Welt, wir sollen bereit sein, Zitat, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Meine Damen und Herren, diese verbale Kriegstreiberei, die selbst in der CDU für Verstimmung sorgte, kannten wir im Ukraine-Krieg bislang nur von den Freien Demokraten, von Frau Strack-Zimmermann. Meiner Fraktion und mir geht es gerade im Fall Israel und Palästina darum, dass Frieden in dieser seit Jahrzehnten durch Konflikte zermürbten Region wiederhergestellt wird. Und in Richtung Herrn Kiesewetter, verstehen Sie bitte, wir wollen Frieden, wir wollen unsere Kinder nicht in Kriegseinsätze schicken und ja, wir wollen auch Solidarität. Aber Ihre Worte sind unverantwortlich und mit unseren Werten nicht vereinbar. Und schauen Sie sich doch um, wie die Weltgemeinschaft reagiert und vor allem, was das für Deutschland und Europa bedeuten könnte. Politiker müssen verstehen, was passiert, wenn das Pulverfass Nahe Osten in Brand gerät. Was passiert, wenn Libanon oder Iran in diesen Krieg verwickelt werden? Da sind ganz schnell die USA und die BRICS-Staaten dabei. Diese Situation kann und möchte sich niemand nur in den Ansätzen vorstellen. Denn wie soll Israel dann jemals wieder in Sicherheit und Frieden in der Region leben können? Ich bitte jeden in diesem Parlament, sich diese Frage zuerst zu beantworten und sprachlich abzurüsten. Und werte Kollegen, beziehen wir doch auch in die Lagebeurteilung die Reaktion, die Meinung der betroffenen Region mit ein. So widersetzt sich der ägyptische Präsident al-Sisi der Umsiedlung von Palästinensern nach Sinai. Die Halbinsel würde so zu einer Basis für Angriffe gegen Israel werden. Der Prozess der Normalisierung von Israels Beziehung zu Saudi-Arabien ist gestoppt. Der iranische Außenminister ruft die Mitglieder der Organisation für islamische Zusammenarbeit zum Ölembargo und Ausweisung israelischer Botschafter auf. Saudi-Arabien ruft seine Bürger auf, den Libanon zu verlassen. Und deshalb darf es hier keine weitere Eskalation geben, werte Kollegen.
Und an dieser Stelle fordere ich die Bundesregierung auf, ebenso klare Worte zu finden. Stellen Sie endlich einmal die eigenen, die deutschen Interessen in den Vordergrund. Eine weitere und neue Migrationswelle nach Europa und Deutschland ist nicht in unserem Interesse. Das müssen Sie in jedem Fall verhindern, Herr Scholz. Und darum bitte ich Sie, in Brüssel beim Europäischen Rat auch einzuwirken. Terrororganisationen und Antisemitismus haben keinen Platz in Deutschland. Und noch weiter müssen potenzielle Gefährder sofort und konsequent abgeschoben werden. Die Hamas und die Hamas-nahe Strukturen dürfen weder von Deutschland finanziert noch zum Sicherheitsrisiko Deutschlands werden. Darum prüfen Sie endlich ein Verbot und verhängen Sie es zeitnah. Mit dem Blick auf die Kriegsregion geht es um die humanitäre Unterstützung und tragfähige Lösungsmöglichkeiten. So haben China und Russland einen humanitären Waffenstillstand vorgeschlagen. Zwar wurde diese Resolution im UN-Sicherheitsrat abgelehnt. Oberstes Ziel, und das ist sicherlich über alle Fraktionen hinweg Konsens, ist jedoch, dass weitere Tote verhindert werden müssen. Eine friedliche Lösung muss über politische Differenzen hinweg weiter verfolgt werden. Nur so wird das Blutvergießen beendet und dauerhafte Strukturprojekte in der Region auch möglich. Das Ziel der Diplomatie muss sein, eine tragfähige Lösung für dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu finden. Das ist auch im deutschen Interesse. Das einzige Mittel, mit dem Deutschland und der Deutsche Bundestag hier wirken kann, ist der Aufruf zu Frieden. Die Bundesregierung sollte nicht mitverantwortlich für den Krieg im Nahen Osten gemacht werden können. Wir brauchen eine interessengeleitete Politik. Wir brauchen freien und friedlichen Handel mit Öl und Gas. Wir brauchen Handelswege und sichere Korridore statt Krieg und Feindschaft. Vielen Dank.